Danke, was machst du da? Chemtrails. Überall sind diese Chemtrails. Was ist das? Das sind meine Chemtrails. Hi, ich bin Mirko Drotschmann. Bei YouTube bin ich als Mr. Wissen2Go unterwegs und ich werde Laura und Luca heute so ein kleines bisschen unter die Arme greifen beim großen Thema Chemtrails. Chemtrails, das ist eine Theorie, die mindestens so alt ist wie das Internet selbst und die wahlweise mit Bevölkerungsreduktion, militärischen Zwecken oder Geoengineering zu tun hat. Ziemlich abgefahrene Sache und die Anhänger dieser Theorie, die lassen sich ziemlich eindeutig der Aluhut-Fraktion zuordnen. So viel erstmal von mir, jetzt wieder zu den beiden. Du bist jetzt echt Verschwörungstheoretiker geworden. Quatsch, nein. Aber guck mal, das ganze Internet ist voll davon. Und es gibt so viele YouTube-Videos. Und ich meine, die machen irgendwas mit Wetter und das Militär ist auch daran beteiligt. Aber im Internet steht doch so viel Kram, der einfach nicht stimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da was dran ist. Ja, ich finde die plausibel, die ganzen Argumente. Ja, das ist ja immer irgendwie so in sich plausibel, wenn es eine Verschwörungstheorie ist. Aber wirklich stimmen, tut der Ärger. Jo, die Diskussion rund um die Chemtrails, die ist schon ziemlich verfahren, sieht man allein schon bei den beiden hier. Die Frage ist nur, was ist denn dran? Dem gehen wir jetzt mal nach, und zwar mit Gregor Beetz. Er ist Professor für Philosophie am KIT in Karlsruhe und ein absoluter Argumentationsexperte. Herzlich willkommen im Institut. Was führt Sie denn zu mir? Herr Professor Beetz, ich hatte gehofft, dass Sie uns erklären können, dass es keine Chemtrails gibt und dass Luca diesen Aluhut absetzen kann. Deswegen der Hut. Also ich glaube, kannst ihn absetzen. Chemtrails gibt es wirklich nicht. Die Klimawissenschaften sagen uns das. Ich halte das für absolut glaubwürdig und vertrauenswürdig. Das ist auch der Grund, warum ich in meiner Forschung mit Chemtrails eigentlich fast gar nichts zu tun habe. Ach so, sind wir denn überhaupt richtig bei Ihnen? Die Bedenken, die ihn dazu bringen, diesen Hut aufzusetzen, die haben sehr viel mit meiner Forschung zu tun. Wir untersuchen hier Vorschläge, Climate Engineering zu betreiben, großtechnisch ins Klimasystem einzugreifen, um Erderwärmung zu kompensieren. Das machen wir aber nicht wie die Naturwissenschaften, dass wir uns anschauen, was sind die Nebenfolgen, welche Technologien sind vielversprechend, sind die überhaupt wirksam, sondern wir fragen uns, was die Bedenken sind, welche Gründe dagegen sprechen, so etwas zu tun, was spricht vielleicht dafür, was gibt es Gründe, dass man das tun sollte, darf man das erforschen, solche normativen Fragen und die Kontroversen, die sich an solche normativen Fragen anknüpfen, die sind eigentlich Gegenstand unserer Forschung. Und wie muss man sich dann so eine Analyse vorstellen? Wir identifizieren erstmal die Argumente und die werden letztlich dann dargestellt in großen Argumentkarten, um Übersicht zu schaffen und zu zeigen, wie eigentlich die Debattenlage aussieht. Und so eine Argumentkarte, können wir die mal sehen? Also wenn Sie ein bisschen Zeit haben, können wir uns gerne mal so eine Argumentkarte angucken. Okay, schaut mal, wir haben hier so eine Argumentkarte. Die zwei zentralen Fragen der Climate Engineering-Debatte sind, dürfen wir diese Technologien einsetzen und sollten wir sie überhaupt erforschen? Jetzt zoomen wir mal in den oberen Teil rein. Da seht ihr eine ganze Reihe von Argumenten. Hier oben Argumente, die ganz klar gegen den Einsatz sprechen. Und hier unten haben wir aber auch ein paar Argumente, die zumindest dafür sprechen, dass die Technologien einsatzbereit sein sollten. Also ein ziemlich komplexes Netzwerk letztlich. Das sind ja sehr, sehr viele Argumente, aber was sind so die Erkenntnisse, die Sie bisher gewinnen konnten? Eine erste Erkenntnis ist, dass die Debatte komplizierter ist, als man sich das vielleicht vor 10 Jahren oder einige sich das vor 10 Jahren vorgestellt haben. Da sind einige Ingenieure oder auch Wissenschaftler in die Debatte reingekommen. Ja, wir haben hier die Technologie, die löst unser Klimaproblem. Die haben im Prinzip nur ein Argument hier unten gebracht. Ja? Und jetzt zeigt sich, naja, wenn wir diese Frage entscheiden wollen, dann müssen wir aber letztlich viel, viel mehr Argumente berücksichtigen. Und ein zweiter Punkt, den wir auch sehen, ist, es hängt jetzt viel weniger letztlich an der wissenschaftlichen Einschätzung dieser Technologien, sondern es geht jetzt um, wenn Sie so wollen, persönliche Einstellungen. Wie wichtig ist mir zum Beispiel Umweltschutz versus ökonomisches Wachstum? Welchen Wert lege ich auf Zukunftsgerechtigkeit? Und an solchen Abwägungen hängt, wie man sich in dieser Debatte positionieren sollte. Das war jetzt natürlich sehr viel Theorie. Können Sie das auch in der Praxis irgendwie anwenden? Wenn ich zum Beispiel diese Karte vorstelle, in der Öffentlichkeit, stellt sich eben raus, dass die Diskussionen, die wir dann führen, eigentlich sehr, sehr gut sind. Die Leute sehen auf einmal, was für Argumente es alle gibt. Die sehen auch, dass sie bestimmte Dinge vielleicht nicht berücksichtigt haben. Und aufgrund solcher Erfahrungen bin ich schon der Überzeugung, dass diese Art von Argumentanalyse dazu beitragen kann, politische Diskussionen zu versachlichen. Okay, Professor Beetz analysiert also die großen Zusammenhänge, während seine Kollegin Friederike Neuber sich ganz konkret die einzelnen Argumente anschaut. Und genau mit ihr bin ich jetzt verabredet. Frau Neuber, welche Tendenzen gibt es denn momentan in der Debatte rund um Climate Engineering?
Ja, bis jetzt wurde Climate Engineering immer als vielbeschworener Plan B gefeiert, wie wir den Klimawandel kompensieren können. Aber mittlerweile haben sich so viele Schwierigkeiten und Nebenfolgen ergeben durch die Forschung über Climate Engineering, so dass mittlerweile eher vorsichtiger argumentiert wird und gesagt wird, okay, Climate Engineering-Technologien können uns vielleicht eher helfen, uns Zeit zu verschaffen, wie wir mit dem Klimawandel umgehen können, als eine Art Brückentechnologie. Okay, das ist also ganz allgemein. Und können wir das vielleicht auch mal an einem konkreten Beispiel festmachen? Also die Technologie BECCS wird gerade heiß diskutiert. BECCS, das ist die Abkürzung für Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Die Idee ist, dass man Biomasse, also Pflanzen, im großen Stile anbaut und diese dann zur Energiegewinnung verbrennt und das CO2, was durch die Verbrennung ausgestoßen wird, wieder aus der Atmosphäre raussaugt und dann unterirdisch lagert. Dadurch ist das CO2, was wir ausstoßen können, künstlich erhöht, weil wir es ja im Nachhinein wieder aus der Atmosphäre rausnehmen. Klingt gar nicht so schlecht, aber gibt es da auch Probleme? Wahrscheinlich schon, oder? Genau, es gibt viele Probleme bei dieser Technologie, die auch noch gar nicht hinreichend erforscht sind. Auf der einen Seite ist überhaupt gar nicht klar, wie wir das CO2 überhaupt lagern können, sodass es sicher und lange Zeit gelagert werden kann. Auf der anderen Seite, bei der Anpflanzung, gibt es sogenannte Landnutzungskonflikte. Das heißt, die Fläche, die wir für die Biomasse brauchen werden, ist so groß, dass es dann im Endeffekt vielleicht zu Konflikten führt mit der Anbaufläche, die wir für die Landwirtschaft brauchen. Und das könnte dann vielleicht dazu führen, dass die Essenspreise steigen. Naja, ganz ehrlich, also es erscheint mir jetzt so, als wäre Climate Engineering doch nicht so wirklich die Alternative. Wäre doch wahrscheinlich viel besser, wenn wir einfach unseren CO2-Ausstoß minimieren in Zukunft, oder? Auf jeden Fall. Die Strategie Nummer eins, um dem Klimawandel zu begegnen, ist, dass wir weniger CO2 ausstoßen. Wirklich bedenklich ist dabei, dass Technologien wie BECCS schon angenommen werden, dass die uns irgendwann mal zur Verfügung stehen werden. Das kann zu dem führen, was als Trade-off-Argument bekannt ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Aussicht haben, dass wir mit technischen Mitteln den Klimawandel bekämpfen können, in dem Moment hören wir auf, unsere persönlichen Anstrengungen, CO2 zu minimieren, zu bestärken. Denn in der Zukunft können wir es ja eh durch Technik lösen. Und dieser ganze Mechanismus, den finde ich ausgesprochen bedenklich. Vielen Dank, Frau Neuber. Also, Chemtrails sind auf jeden Fall Blödsinn. Das hat inzwischen auch Luca eingesehen, der kann seinen Aluhut ruhig wegschmeißen. Was es aber auf jeden Fall gibt, das ist die Idee des Climate Engineering. Also des bewussten Eingriffs, der bewussten Manipulation von Natur und Umwelt, um die Folgen des Klimawandels zu reduzieren. Da gibt es viele Argumente dafür, aber auch viele Argumente dagegen. Und Friederike Neuber sagt, also zumindest hinter einige der Pläne im Rahmen von Climate Engineering würde sie ein dickes Fragezeichen setzen. Die Diskussion rund um Climate Engineering, die wird oft auch sehr emotional geführt und deshalb gibt es Leute wie Professor Beetz, die versuchen, die Diskussion auf eine sachliche Ebene zu bringen und die ganzen Argumente in einen größeren Zusammenhang stellen. Wenn ihr auch sagt, Mensch, sachlich diskutieren, das ist genau meine Sache und ihr dieses Video hier bei YouTube gesehen habt, dann könnt ihr das natürlich gerne kommentieren, schreibt eure Meinung zu diesem Video und wenn ihr künftig kein Video mehr verpassen wollt zu solchen Themen, dann abonniert einfach den Kanal DFG Bewegt. Danke euch fürs Zuschauen, macht's gut.